Übrigens, heute ist es endlich, und Mädchen, wenn irgendein Mädchen das gucken sollte, heute ist es endlich angekommen. Magic Unhinged, schaut es euch an, Magic Unhinged, das ist ein Papierbooster, es ist ein fucking Papierbooster. Da ist kein Plastik, ist Papier. Oh, so ein bisschen Plastik innen drin. Hier, magicthegathering.com mit so einem Pfeil hier. Dieses Brain, wo einfach Climax draufsteht, mit Caution. Not for DCI sanctioned play. Ich bin ein bisschen heiß. Unhinged war halt so, das war geil. Das hat Spaß gemacht zu draften. Das war ich sogar beim Pre-Release. Mein Gott. Guckt euch das an. Wie das, hört ihr das? Das Papier. Das ist einfach fucking Papier. Mit so ein bisschen Plastik innen drin. Oh Gott. Wartet mal, ich muss das mal machen. Oh, die alten Karten, wonach die riechen. Guck mal, guckt euch das an, wie cool das ist. Ich bin gerade so gehypt, dieses Booster aufmachen zu können. Goblin-Mime, 2 Mana, 2-2. Wenn man spricht, ach so, wenn man spricht, muss man den opfern. Ihr seht schon, dieses Set auch mit dem silbernen Rand, das ist nicht ernst gemeint. Aber das zu draften und auch zu spielen hat mega Spaß gemacht. Es kam ja danach noch ein Unstaple raus und davor war ein Unglued. Das hat alles Spaß gemacht. Unstaple war jetzt nicht so geil, weil sie halt zusätzliche Mechanics reingemacht haben, aber sie mussten ja irgendwas Neues machen, weil Unhinged und Unglued hatten schon alles rausgemacht. Was haben wir hier? Graphic Violence. 3 Mana. Alle Kreaturen, die von einem Zeichner deiner Wahl gemalt wurden, kriegen +2/+2 und Trampel bis man es zu ist. Das ist cool. Oh, diese Art wirklich kräftig. Voll gut. Festzig Art Director. 3 Mana 2-2. Für 2 Mana kriegt der Schutz vor einem Artist eurer Wahl. Also vor einem Künstler. Ist cool. Oh, was ist das denn? Monika Mage. 3 Mana 2-2. Für 1 Mana kann man den. Muss man seinen Mittelnamen sagen. Und Monika Mage kann nicht. Was? Ach, kriegt einfach. Kann nicht von Spells oder Abilities getargetet werden. Also kriegt die Shroud. Wenn man den gegnerischen Mittelnamen sagt, kriegt sie fliegend. Also bei mir war es Brian. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Badass. 4 Mana 3. 3,5, 1. Seht ihr das? 3,5. 3,5, 1. Für 2 Mana und man muss growlen, also machen, wird er regeneriert. Mana Flare. 2 Mana. Oh, das sieht cool aus. 2 Mana, man kriegt ein rotes Mana, ein Mana-Pool für jedes Nicht-Land-Permanente, das bei einem Zeichner eurer Wahl gemacht wurde. Wie viele Zeichner hier ist einfach. Eine Kreatur kriegt +3,5/+3,5, bis man es zu ist. You want misses with that. Mice with that? Okay. Ah, man will eine Maus wegen Riesenwu. Oh Gott, oh Gott. Cycle of Protection, ah, 2 Mana. Wenn ihr Spiel bekommt, sucht man sich einen Zeichner raus. Für 2 Mana wird das nächste Mal, wenn eine Source, also wenn eine Quelle Schaden zufügt, die bei dem Artist, bei dem Zeichner gemalt wurde, wird der Schaden verhindert. Und man kann den Zug auf die Hand nehmen für 2 Mana, falls man einen anderen Artist machen will. Artful Looter. 3 Mana 1, 2. Man zieht eine Karte und wirft eine Karte ab. Immer wenn ein Permanentes ins Spiel kommt, das ein Zeichner mit ihm schert. Heather, Erika, Gazalika, Jape, Hudson. Hudson, okay. Mit irgendeinem Permanenten. Ah, mit irgendeinem Permanenten kann man den enttappen. Das ist ziemlich gut. Den habe ich auch gespielt. Der war cool. Farewell to Arms. 3 Mana Enchantment. Wenn ihr ins Spiel kommt, sucht man sich eine Hand vom Gegner aus. Also einen Arm, wirklich. Man nimmt einfach eine Hand, die zu einem gegnerischen Arm hängt. Ist halt einfach so rum. Und wenn er die nicht hinter der Hand hat, hinterm Rücken hat, dann wird das Ding geopfert und der Spieler muss seine komplette Hand abwerfen. Discards his or her hand of cards. Es ist, oh, ich liebe diesen Humor, heiliger. Rod of, ich habe
Rod of Spanking. Oh Gott, dieser rote Arsch, weil man damit auf den Arsch. Zwei Mana, ein Mana zum Spielen, zwei Mana zum Benutzen. Man macht einen Schaden zum Spieler. Man wird jedes Mal, kann man den enttappen, wenn ein Spieler sagt: Danke, Meister, kann ich einen anderen, kann ich einen weiteren haben? Ah, ne, wird enttappt, es sei denn, der Gegner sagt das laut. Och, geil. Shapeshifter, no name. 2 Mana 1-1, wenn ihr ins Spiel kommt, wird der Name, nee, für ein Mana wird dieser Kartenname zu einem Namen eurer Wahl. Man kann das immer machen. Und für ein Mana discards Flavortext, becomes the Flavortext of your choice. Also man kommt einen Flavortext anwenden. Das wird auch bei MKM immer die erste Karte sein, die angezeigt wird. Save life. Ein Mana, oh Gott, das Artwork. Böbisch. Safe Life, für ein Mana Instant, also Spontanzauber, kriegt ein Leben, kriegt ein Spieler eine Wahl 2,5 Leben. Oder man kann 2,5 Leben preventen, also Damage preventen. Also preventen auf Deutsch. Ich benutze zu viele englische Terms. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade zu doof. Und Gotcha, immer wenn dein Gegner retten oder leben sagt, kann man Gotcha rufen. Und wenn man das macht, kann man den aus dem Friedhofsgriff auf die Hand nehmen. Das ist eine ziemlich gute Karte. Und oh, Mountain. War das denn so rare? Nee, Mountain. Das und oh mein Gott, Curse of the Fire Penguin. 4 Mana, man verzaubert eine was? Enchant Creature. Man consumed und verwirrt die verzauberte Kreatur. Und wenn die flippt, Trampel. Wenn diese Kreatur in den Friedhof gelegt wird, kann man Curse of Fire und Pinguin aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Also man equippt das an eine Kreatur, dann dreht die sich um auf diese Kreatur, man kriegt diesen Effekt auf die Karte und sobald das ist, wird es wieder umgedreht. Wie cool. Und ich habe ein Gebirge. Das ist cool, ich mag die Gebirge tatsächlich. Und von denen fehlt mir noch eins. Das ist Lucky gewesen. Oh, Unhinged. Ich habe lange genug mit diesem Video gemacht. Es tut mir leid. Das ist so, das ist halt... Das ist Spaß für mich in Magic, neben Turnieren. Das macht Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Blackie. Ciao, ciao.